Oliver eigentlich. Es wird auch hinter später. Jetzt lass ihn doch. Vor 9 kann er sowieso niemanden anrufen. Er ist immer eine Entschuldigung für ihn. Und dich möchte ich sehen. Wenn du von einem Tag auf den anderen deinen Job verlierst. Mein Job? Ich bin Polizist, das ist ein Beruf, kein Job. Außerdem ist das jetzt 4 Wochen her. 2. Oliver ist kein Kind mehr. Ich habe das Gefühl, dir geht's eigentlich nur darum, ihn loszuwerden. Das hier ist doch sein Zuhause. Versteh mich doch, Marianne. Ich mache mir Sorgen um ihn. Ach, der ist doch nicht doof. Der wird schon was finden. Ja, aber nicht im Bett. Mama? Ja? Mama, wo bist du? Hier. Das mit Sandra ist auch kein Zustand. Ich muss heute früher los. Tut mir leid. Ach, Paul. Nee. Bis heute Abend, hm? Nimm dein Ei mit. Ja, danke. Ah. Oh. Oh. Mama? Ja? Ich glaube, das Baby kommt. Bist du sicher? Ja. Na, dann zieh dich an. Ich rufe ein Taxi. Hm? Oh. Oh. Eh wieder falscher Alarm. Ich hab dir die Zeitung hingelegt. Vielleicht ist ja was drin heute. Ja, danke. Oh, beeil dich, Mama. Mach kein Jammern. So wie du es in der Gymnastik gelernt hast. Das war ein ganz Roller, Baradinat. Herr Roller, ich bin... Ist mein Mann noch nicht da? Doch, doch, aber der ist gerade beim Chef. Frau Linert, hier brennt die Luft. Die Tochter von Oberregierungsrat Kühn ist verschwunden. Kann ich ihm was ausrichten? Ja, sagen Sie ihm bitte, ich bin mit der Sandra auf dem Weg ins Krankenhaus. Das Baby kommt. Hallo? Hallo? Ja, ich geb's weiter. Dankeschön. Bitte. Hey. Hm? Was ist denn los mit dir? Nichts. Papa ist beim Chef, aber der Herr Roller richtet sich im Haus. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh Gott, Mama, tut das weh. Ja, ganz ruhig. Fahren Sie doch mal ein bisschen schneller. Falscher Alarm, Frau Lienhardt, Ihre Tochter zieht sich wieder an. Das war bei mir beim ersten Mal genauso. Beim nächsten Mal soll sie ruhig warten, bis die Wehen alle 5 Minuten kommen. Na, lieber einmal zu viel in der Klinik, als dass sie es unterwegs verliert. Ja, ja. Mama. Schnuckelchen. So Mist. Macht ja nichts draus. Ist noch nie eins drin geblieben. Meinst du, du schaffst es allein mit dem Taxi nach Hause zu fahren? Es ist reichlich spät für mich. Ja, klar. Tut mir leid. Schade, dass das dem Vater deines Kindes alles erspart bleibt. Bitte, Mama, nicht. Willst du mir nicht endlich sagen, wer es ist? Ich will nicht drüber reden. Ich krieg das Kind alleine, ich brauch den Vater nicht. Ja, du hast ja auch mich. Was ist denn los? Ich dachte, du freust dich auch auf das Baby. Immerhin hast du den Mann mal so geliebt, dass du ein Kind von ihm haben wolltest. Mama, ich habe dir schon 1000 Mal gesagt, das Ganze war ein Riesenfehler. Das glaube ich dir einfach nicht. Das kannst du deinem Vater erzählen, aber nicht mir. Für Paul ist das nicht so einfach. Oliver hat keine Arbeit und jetzt willst du auch noch dein Kind alleine großziehen. Und du bist noch nicht mal mit deiner Ausbildung fertig. Das sagst ausgerechnet du. Oliver war damals genauso wenig geplant. Das ist nicht fair, Sandra. Ich war mit Paul zusammen und der hat auch zu mir gehalten. Tja, und deswegen lief bei dir auch alles nach Plan.
Hast du ein tolles Musikstudium gemacht und dann warst du die größte Pianistin der Welt, oder wie? Hier, das ist für die Heimfahrt. Ich gehe die paar Schritte zu Fuß. Bis heute Abend. Morgen, Marianne. Wir fangen ja hier immer um 9 an. Ich weiß, aber ich habe meine Tram verpasst. Sandra hat wieder Wehen gehabt. Hat er was mitgekriegt? Ja, mitgekriegt auch was. So schlimm? Aber er ist schon auf 180. Wieso, was ist passiert? Ach, nichts passiert. Aber du hast noch einen Termin bei deiner Ärztin um 10. Ja? Marianne, wie kannst du das vergessen? Und ich habe mir noch was überlegt. Komm mit. Und hinterher, meine Liebe, da gehen wir in die neue Boutique in der Wagnerstraße. Warst du schon mal da? Ist toll. Und da kaufen wir dir ganz tolle Klamotten. Also ich meine mal. Das ist sehr lieb von dir, aber das schaffe ich auch alleine. Ach ja? Frau Emily! Was tust du denn so stark? Sogar ich hätte Schiss vor so einem Termin. Wenn ich nur dran denke, dieses Warten, das würde mich wahnsinnig machen. Sag mir lieber, was ich mit Sandra anstellen soll. Die stellt sich das alles viel zu leicht vor. Wieso? Was ist das Problem? Sie ist doch alt genug. Und eine alleinerziehende Mutter heutzutage? Ist doch keine Katastrophe. Apropos Katastrophe, da denke ich an eure Ehe. Was heißt jetzt das? Marianne, dir geht's doch nicht gut. Du bist durcheinander und Paul ist immer weg. Ich meine, wann wart ihr beide denn das letzte Mal zum Beispiel in einem Konzert? Es kommen auch andere Tage. Hoffentlich. Ansonsten geht's dir wie mir. Und es ist nur eine Frage der Zeit. Und du bist geschieden. Hallo, Emily! Das habe ich allerdings bis heute nicht einen Tag bereut. Nee. Wären Sie uns auch mal wieder, Frau Lienhardt? Guten Morgen, Herr Holzmann. Guten Morgen ist gut, es ist gleich Mittag. Und hier geht alles den Bach runter. Diesen, wie haben Sie gesagt, hinreißenden, zuverlässigen Pianisten, den Sie gebucht haben. Leonid Krosowski. Ein hervorragendes Talent. Er hat abgesagt. Was? Aus persönlichen Gründen. Ach was, Ihr großes Talent mit noch größerer Zukunft hängt an der Flasche und ist auf Entziehungskur. Ja, aber dafür kann doch Marianne nichts. Als sich dieser entzückende junge Mann vorgestellt hat, war er vollkommen nüchtern. Und seine Referenzen waren 1A. Stimmt's, Marianne? Treiben Sie einen Ersatz auf, das ist alles, was ich zu diesem Thema zu sagen habe. Ja, natürlich, Herr Holzmann, wir machen das schon. Ihren Teebeutel? Marianne? Marianne, hast du wieder Schmerzen? Also bis Mittwoch. Und alles Gute. Danke. Wiedersehen, Frau Doktor. Einen kleinen Moment bitte, Frau Lienhardt. Bitte keine Telefonate durchstellen. Und wenn ich sie brauche. Danke. Es sieht nicht gut aus. Leider. Ihr Hausarzt hat sie sehr spät zu mir geschickt. Allerdings ist ihm kein Vorwurf zu machen. Tumor der Bauchspeicheldrüse ist äußerst schwer zu entdecken und ist deshalb auch so bösartig. Es ist also wichtig, dass wir sofort operieren. Wenn wir nicht operieren, dann bleiben ihnen... naja, ein paar Monate. Ich habe gestern Abend sehr lange mit Dr. Walter über Ihren Fall gesprochen. Er ist ein Studienkollege von mir, ein ausgezeichneter Chirurg. Frau Lienhardt, haben Sie seit unserem letzten Termin mit Ihrem Mann darüber gesprochen? Bitte. Sie brauchen jemanden. Das müssen Sie mit jemandem teilen. Überlegen Sie sehr genau. Die Operation birgt ein sehr hohes Risiko. Andererseits, je früher Sie sich operieren lassen, desto besser. Rufen Sie mich jederzeit an. Egal welche Zeit, Tag oder Nacht. Wenn Sie sich entschieden haben,
Oder wenn Ihre Medikamente ausgegangen sind. Und ich werde versuchen, am Montag, vielleicht am Freitag, einen Termin zu bekommen. Ich habe den Tagesverlauf mit den Eltern der Vermissten rekonstruiert. Demnach war sie in der Dolmetscherschule Karl-Liebknecht-Straße bis 13 Uhr. Dann hat sie mit ihrer Mutter telefoniert aus einem Café in der Gottschedstraße. Das war so 14.15 Uhr. Von da bis 17 Uhr weiß keiner, wo sie war. Aber um 17.20 Uhr, 17.30 Uhr wurde sie von einer Freundin am Hauptbahnhof gesehen, wo sie in ein Taxi gestiegen ist. Ab da verliert sich jede Spur. Das heißt, Jessica Köhn ist jetzt seit mehr als 36 Stunden überfällig. Und was ist mit dem Taxifahrer? Hat sich noch nicht gemeldet und wir werden hier nicht warten und rumsitzen. Ja? Ihre Frau ist draußen und möchte dringend mit Ihnen sprechen. Sie ist hier? Mhm. Also, das geht jetzt wirklich nicht. Ich rufe Sie später an. Okay. Also, Großfahndung. Foto und Beschreibung an alle Streifen im Dienst. Taxifahrer, Flughafen. Es tut mir leid, Frau Lienhardt, aber Ihr Mann kann jetzt leider nicht. Er ist dienstlich verhindert, aber er lässt Sie herzlich grüßen und er wird Sie zurückrufen, sobald er kann. Danke. Wiedersehen, Frau Lienhardt. Gefällt Ihnen das Foto? Ja. Es erinnert mich an einen See, in dem ich als junges Mädchen beinahe mal ertrunken wäre. Aber da gab es einen jungen Mann, der das Mädchen todesmutig gerettet hat. Und der bis heute noch nicht weiß, ob sie das getan hat, um ihn aus der Reserve zu locken. Oder ob sie tatsächlich untergegangen wäre. Ja. Philipp, was für ein Zufall. Nein. Es gibt keinen Zufall, davon bin ich überzeugt. Das Foto ist von mir. Ich habe hier in Leipzig zu tun und du bist in diesem Augenblick hier. Das ist kein Zufall, Marianne. Und wie das so ist, wenn man in Kreisen der Hochfinanz verkehrt, da fährt man nicht mit der Bahn. Oder fliegt mit Kreti und Pleti in der Business Class? Nein, da hat man seinen eigenen Firmenjet. Naja, bei einer Landung in Orly ist es dann passiert. Crash. Hm. Wie durch ein Wunder habe ich überlebt und danach, naja, danach war ich nicht mehr der Gleiche. Alles, was mir bisher wichtig erschien, war plötzlich wertlos. Vollkommen uninteressant. Ich habe meinen Job in der Bank hingeschmissen. Weißt du, ich musste erst mal mit mir selbst klarkommen. Es war sehr hart. Aber schließlich habe ich das gemacht, wovor ich immer am meisten Angst hatte. Mich auf eigene Füße stellen, noch mal ganz von vorne anfangen, neu durchstarten. Als Reporter.
Mein Gott, ich rede und rede und rede. Und du? Ich konnte nicht wie du in den Wilden Westen. Ich bin hier in Leipzig hängen geblieben. Aber du warst doch so eine talentierte Pianistin. Du wolltest Musik studieren, Konzerte geben, die Welt bereisen. Oh, entschuldige. Die Chefredaktion. Ich bin gleich wieder ganz für dich da. Ja. Oh. Kann ich bitte zahlen? Bitte. Ist schon so. Dankeschön. Schönen Tag noch. Ja, ja, wir machen das so wie verabredet. Ja, okay. Wie, du willst doch nicht etwa schon gehen? Ich muss. Wegen des blöden Anrufs? Also ehrlich, ich stelle das Ding nur noch auf Mailbox. Ich habe einen Termin bei meiner Konzertagentur. Ach, verstehe. Fräulein? Ich habe schon gezahlt. Darf ich dich noch was fragen? Die Fotos in dieser Ausstellung, waren die alle von dir? Nein, nein. Nein, nur das eine. Von damals. Tja, ich bin Reporter, kein Künstler. Es muss schon was ganz Außergewöhnliches passieren, um mich zu einem Kunstwerk zu inspirieren. Ich verstehe. Ich muss jetzt trotzdem gehen. Aber ich darf dich fahren. Ja, gern. Marianne, ich muss dich unbedingt wiedersehen. Warum? Als ich dich vorhin wiedergefunden habe, da... Nein, ich sag's mal anders. Ich würde am liebsten noch mal von vorn anfangen. Am besten da, wo wir uns damals verloren haben. Philipp. Ja. Ich würde vieles, wenn nicht sogar alles, anders machen. Mein Gott, hast du dir das nie gewünscht, noch mal 17 sein? Aber mit all dem im Kopf, was wir jetzt wissen. Du weißt doch genau, dass das nicht funktioniert. Ja, aber ich würde es so gern versuchen. Warum bist du damals gegangen? Ich bin nicht gegangen, ich bin noch nicht zurückgekommen. Mein Gott, es war so einfach, damals nach der EM im Westen zu bleiben. Die waren ja ganz verrückt auf DDR-Schwimmer. Aber du? Du warst so besessen von deiner Musik, da war kein Platz für mich. Dachte ich wenigstens. Keine andere Frau? Klar, doch, aber erst sehr viel später. Ich war zweimal verheiratet. Beide Ehen waren ein Desaster. Du hast mich einfach verdorben für die anderen Frauen. Lügner. Trotzdem danke. Willst du nicht fahren? Fuß rein. Heute Abend? Gut. Wann morgen? Mittag? Zum Mittagessen. Gute Idee. Ich lass mir was einfallen. Soll ich dich irgendwo abholen? Wir können uns ja im Café treffen. Prima. Also. Also. Bis morgen. Glaub mir, dass ich dich wiedergefunden habe, bedeutet mir sehr viel. Was hat deine Ärztin gesagt? Ein Magengeschwür. Ein Magengeschwür? Hat Paul angerufen? Nein. Was machen wir denn jetzt mit dem Pianisten? Wir brauchen doch noch einen. Das soll Holzmann machen. Der kann auch was tun. Wie heißt er? Wie? Philipp Heide. Frau Evelyn! Also heute geht er mir besonders auf den Geist. Philipp Heide. Maria.
Jan. Mama? Ja? Stell dir mal vor, Olli hat einen Job in Aussicht. Programmierer bei einer Softwarefirma. Sehr gut. Osnabrück. Also der Job ist nicht schlecht. Ich müsste zwar erst 2 Wochen nach Osnabrück auf Schulung und dann muss ich leider noch bis Januar warten, bis die Filiale hier die 2 Stelle etabliert hat. Aber das klingt doch nicht schlecht. Ich sagte Januar. Ja. Es sind fast 5 Monate. Das hält Papa doch im Kopf nicht aus, wenn ich hier noch 5 Monate rumhänge. Vor allem, wenn hier noch bald ein Baby rumschreit. Was soll ich bis dahin machen? Den Rasen mähen? Nee. Wenn er mich wenigstens in unserem Boot weiterbauen lassen würde. Seit Monaten steht das da rum, aber nein, er kann und weiß ja alles besser. Papa hat angerufen. Er schafft's nicht zum Essen und es kann spät werden. Ja, klasse. Kannst du die Kartoffeln schälen? Ja, das mache ich. Wieso? Willst du nicht mit? Nein, ich fühle mich gerade nicht so wohl. Hä? Wie kommst du nur auf Alexander Roller? Mit dem war schon lange vorher Schluss. Yes. Hörst du das? Ist doch Mutti. Ich dachte, irgendwas stimmt nicht mit dir. Du hättest ja nicht mehr Klavier gespielt. Spiel doch weiter, Mama. Das Klavier ist verstimmt. Ist was? Irgendwas stimmt doch nicht. Ist es wegen Papa, weil er nicht kommt? Nein, nein. Ess ruhig weiter. Hast du mir die Wäsche hochgelegt? Ja, ja. Das kann ich doch machen. Nein, nein, ich mach schon. Hast du deinen Fall gelöst? Habe ich dich geweckt? Nein, nein. Ich habe an uns gedacht. Es tut mir leid, aber es ging halt wirklich nicht anders. Der Kühn macht das ganze Präsidium verrückt. Und wir finden das Mädchen einfach nicht. Warum hast du denn nicht angerufen? Oh. Ist total untergegangen. Ach, was ist nur mit uns passiert? Wir leben aneinander vorbei. Früher haben wir stundenlang miteinander geredet. Ich habe immer das Gefühl gehabt zu wissen, was dich bewegt. Und jetzt? Du fehlst mir, Paul. Klar, du hast deinen Beruf. Es ist mir ja auch wichtig, dass du dieses Mädchen findest. Aber ich habe immer das Gefühl, ich halte dich von was Wichtigem ab, wenn ich dir was erzählen will. Ja. Und abends sind wir müde. So vergehen Tage, Wochen, Monate.
plötzlich ist das Leben vorbei. Es kann doch nicht alles gewesen sein, Paul. Paul? Es kann doch nicht alles gewesen sein. Schon los? Ja, ich muss heute unbedingt pünktlich in der Agentur sein. Lass Paul bitte noch schlafen. Es sei denn, es ruft jemand an, es war wieder mal zwei. Oh Mann, das ist alles für so ein mickriges Beamtengehalt. Oliver, bleib bitte zu Hause. Es wäre besser, wenn Sandra nicht alleine wäre. Ja, ja, kein Problem. Aber übernimmst du dann bitte? Weil ich kann es nicht. Händchen halten bei der Geburt. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja. Konzertagentur Holzmann vor Sommer. Marianne? Ich komme heute nicht. Frag bitte nicht, warum. Sag dem Holzmann einfach, ich bin krankgeschrieben. Moment mal, was ist los? Nichts. Ich kann nur einfach heute nicht. Du schaffst das schon alleine. Ich rufe dich heute Abend an. Du bist doch mit deinem Schulfreund verabredet, oder? Tschüss. Meinen Segen hast du. Sie hätten vollkommen recht. Das rote Kleid steht mir besser. Wollen Sie es gleich anbehalten? Ja. Brauchen Sie noch Schuhe? Ja. Habe ich noch was für Sie? Sie finden wirklich, dass mir die Frisur steht? Wer auch immer der Mann sein sollte, er wird Wachs in Ihren Händen sein und Ihnen einen Heiratsantrag machen. Das fehlte mir noch. Im August 1845 bezog Felix Mendelssohn Bartholdy mit seiner Familie diese Belletage. Zu dieser Zeit leitete er die Gewandhauskonzerte in Leipzig. Das gesellschaftliche Leben der Familie fand in seinem Musiksalon statt, wo auch immer wieder Kostproben seiner Kunst. Großartig. Sind Sie Pianistin? Geben Sie Konzerte? Nein, schon lange nicht mehr. Mein Klavier zu Hause ist schrecklich verstimmt. Aber der hier klingt wunderschön. Vielen Dank. Aber ich habe mich in einen Konzertflügel verliebt. Solange es kein Konzertpianist ist, stört mich das nicht. Du siehst fantastisch aus. Danke. Wollen wir wirklich hier zum Mittag essen? So wie du aussiehst, verlangt das nach einem ganz anderen Ambiente. Was heißt das? Zum Beispiel eine schöne alte Hotelterrasse am Meer mit Blick über die Klippen. Ein Freund von mir hat hier ein schönes altes Flugzeug.
Um 2 Uhr könnten wir auf Rügen sein. Rügen. Jugendherberge, Strand. Und dir war das Oberteil von deinem Badeanzug verrutscht? Ein unvergessener Anblick in meinem Leben. Das ist alles, woran du dich noch erinnerst. Nein, da ist noch mehr. Lagerfeuer, irgendjemand hat Klampfe gespielt. Und du hast mir so lange direkt in die Augen geschaut, durch die Flammen, dass mir fast die Luft weggeblieben ist. Erinnerst du dich noch daran? Ja, daran erinnere ich mich noch. Unvergessen, wie wir das erste Mal miteinander geschlafen haben. Ja. Also, was ist? Wollen wir? Einfach so? Hm? Einfach so. Zwei Telefone. Warum haben wir nur 2 Telefone? Vergiss nicht den Kontakt mit der Wasserschutzpolizei. Und Taucher sollen sich bereithalten. Hallo Evelyn, hier ist Sandra. Kann ich Mama mal kurz sprechen? Der hat sich doch heute freigenommen. Freigenommen? Das verstehe ich nicht. Die ist heute extra früh los, weil sie pünktlich sein wollte. Ja, und weißt du, warum sie freigenommen hat oder wo sie ist? Nein. Na gut, Evelyn. Danke. Tschüss. Ich gehe da. Gut. Ich mach mal ein Foto. Okay. Schön. Nein, es reicht. Nein, nein, nein. Danke. Oh. Geht dir das auch immer so? Wenn ich am Meer bin, dann fühle ich mich wie zu Hause. Dann erscheint alles andere. Die Probleme. Ganz klein und nebensächlich. Ich wollte immer schon mal am Meer wohnen. Ja. Was hindert dich daran? Ich meine es ernst, was? Ein Mann, Kinder, deine Arbeit? Philipp. Warum denn? Vertraust du mir nicht? Doch. Nein, ja. Weißt du, du und ich. Ihr beide, das hat auch nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Und es ist mir auch lieber, wenn es so bleibt. Olli? Dann darf ich mir wenigstens vorstellen, wie dein Leben weiterging, nachdem wir uns aus den Augen verloren haben. Bitte? Ja, also. Eingebildet, wie ich bin, sage ich, du konntest mich nicht vergessen und hast dich wie besessen auf deine Musik und auf deine Karriere gestürzt. Ja, Konzerte in Paris, London, New York, umschwärmt von Fans, umworben von Männern, denen du scharenweise das Herz gebrochen hast.
Und als du es schon fast aufgegeben hast, den Mann deines Lebens wiederzufinden, da steht er plötzlich vor dir. Etwa so? Einfach so. Was? Doch hoffentlich keine Wehen. Aber ich hab's gefunden. Hör dir das mal an. Esophagonol wird bei starken Schmerzen im Magen- und Speiseröhrenbereich verordnet. Ja, Marianne hat's am Magen. Ist doch nichts Neues. Aber hier steht, dass die verschreibungspflichtig sind. Und dass sie nur in Extremfällen eingesetzt werden, weil sie abhängig machen können. Ja, das schreiben die doch immer. Ich sag dir, da ist was oberfaul. Die spielt wieder Klavier. Sie macht einfach so blau und jetzt diese Tabletten. Und wie geht's weiter? Ja. Wie geht's weiter? Wir verbringen ein wunderschönes Wochenende. Und dann? Dann setzt du dich in deinen Flieger und fliegst davon. Okay. Und ich? Ich muss nach Leipzig. Was, wirklich? Ja, ja. Ich habe ein Konzert. Ach, das ist natürlich was anderes. Da brauche ich aber eine Freikarte. Erste Reihe, Mitte. Ich verstehe zwar nicht so viel von Musik, aber da muss ich dir einfach zuschauen. Das lässt sich einrichten. Der Mann an der Kasse ist schrecklich in mich verliebt. Bist du bei beide Ohren? Ja, aber du hast nur Augen für mich und du spielst nur für mich. Hallo. Sandra da? Ja, ich dachte, du und Sandra, ihr seid gar nicht mehr. Sandra! Alexander ist hier für dich. Warte mal. Schick ihn weg. Ich bin nicht da. Oliver, spinnst du? Bitte. Warum denn? Oliver. Ah, jetzt dämmert's. Da habe ich also recht gehabt. Der Herr Roller ist der Vater. Oliver, noch ein Wort. Ja, sehr gut. Beruhig dich mal. Geh schon. Sie ist da drin, ja? Ja. Aber sie will dich offenbar nicht sehen. Ja, schön, dass du mal wieder vorbeischaust. Das ist schön, dass ich mal wieder vorbeischaue. Entschuldige mal bitte, sie meldet sich doch nicht die ganze Zeit. Weißt du, wie... Kannst du mir mal bitte sagen, wie oft ich dich angerufen habe? Nee, jetzt reg dich mal ab. Ich soll mich abregen. Ich erfahre gerade so eben zwischen Tür und Angel, dass ich Vater wäre, ja? Was mir die Mutter verschwiegen hat. Wie soll sie es mir auch sagen? Sie meldet sich seit Monaten nicht bei mir. Du, das regelt sich schon alles, wenn das Kind erst mal da ist. Tschüss. Weg. Danke. Aber wir sollten mal reden, Schwesterherz. Dringend. Geht schon. Halt meine Handtasche. Oh je. Vorsicht. Es war toll. Es war ganz toll. Ja. Marianne. Ja. Marianne, ich lasse dich jetzt nur gehen, wenn ich dich morgen wiedersehe. Ach, Philipp. Ich habe nur ein Interview zu machen, morgen Vormittag im Hotel. Danach wäre ich frei. Ich habe erst um 5 Uhr Zeit. Auch gut. Also, ich schlage vor, wir fahren jetzt noch in mein Hotel und trinken ein Glas Wein. Ich möchte dir einen Vorschlag machen und dazu muss ich mir etwas Mut antrinken. Hast du gesagt? Das war gelogen. Aber ich bin für meine Worte und Taten auch nicht mehr voll verantwortlich. Und auch nicht für das, was ich dir jetzt sagen will.
Ich habe das noch keiner Frau gesagt in meinem Leben. Auch nicht meinen Ex-Gattinnen. Ich habe das Gefühl, du bist der einzige Mensch auf dieser Welt. Wenigstens für mich. Wir hätten niemals auseinandergehen dürfen, Marianne. Das ist mir in diesen Stunden mit dir jetzt klar geworden. Aber es ist nie zu spät. Und wenn du das Gleiche fühlst wie ich, da können wir Montag schon in Venedig sein. Ich mache da eine Reportage. Und danach Freunde von mir an mein Haus in der Toskana. Komm, lass uns tanzen gehen. Da. Pfarrer Brauns Freund versucht offensichtlich, einen Taschendieb zu verhaften. Mitten das des Schiff. Du bist ja noch wach? Wo warst du, Mama? Wir haben uns alle Sorgen gemacht. Was hast denn du an? Ich habe meinen Tag freigenommen, einfach so, nur für mich. Ist das so schlimm? Nein. Schlimm ist was ganz anderes. Das hier. Und jetzt will ich wissen, wofür du dich verschrieben bekommen hast. Und sag mir nicht wegen Magenschmerzen. Ich will eine Antwort, Mama. Bitte, Sandra. Es ist spät und ich bin müde. Du warst mit einem Mann weg, oder? Wie kommst du darauf? Na komm. Eine neue Frisur, ein neues Kleid. Getrunken hast du auch was. Ich gehe jetzt in mein Bett und es tut mir leid, dass ich euch Sorgen gemacht habe. Und wenn ich wieder meine Wehen bekommen hätte, dann hätte ich dich nicht mehr erreicht. Ist doch wahr. Bitte, Mama, sag mir, was los ist. Du machst mir Angst. Mit mir kannst du doch reden. Ich weiß nicht, ob du das verstehst. Es ist so, als ob man blind gewesen wäre. Plötzlich sieht man alles ganz farbig. So hell, dass es fast weh tut. Gute Nacht. Hallo, Papa. Ja, was? Du, dein Assistent, der Roller. Weißt du zufällig, ob der was mit der Katrin Jenecke hat? Was ist denn mit dir los? Ja oder nein? Falls du dich für das Mädchen interessierst. Die hat alle paar Wochen einen anderen, der sie abends vom Dienst abholt. Das wollte ich wissen, danke. Moment. Ja? Was macht deine Jobsuche? Oh, stell dir vor, ich habe einen. Programmierer bei einer Softwarefirma. Im Januar kann ich anfangen. Januar? Ja, ich weiß, aber ich muss erst mal nächste Woche auf eine Schulung nach Osnabrück und danach ziehe ich zu Klaus. Du bist mich also gleich wieder los. Na Quatsch, ich freue mich doch. Ja. Hast du schon mit Marianne geredet? Ja. Und? Ich weiß auch nicht. Ich komme einfach nicht an sie ran. Dafür habe ich ganz gute Neuigkeiten von Papa. Dein Alexander,
Der hat nichts mit dieser Katrin. Offenbar hat die sich schon irgendwie anderweitig orientiert. Hast du Papa irgendwas davon erzählt? Nein. Das wäre mal eine ganz gute Gelegenheit, endlich einen Tisch zu machen. Wie, ist er noch da? Ja, im Bett. Ja, dann hat er verpennt. Papa? Papa? Hm? Bis gleich 9. Marianne ist schon weg. Hm? Du solltest dich mal ein bisschen mehr um sie kümmern. Gute Idee. Aber erst müssen wir dieses Mädchen finden. Ich meine ja nur, wie sie ist in letzter Zeit und ihre Magenschmerzen. Vielleicht solltet ihr mal zusammen wegfahren. Guten Morgen, Evelyn. Guten Morgen, Marianne. Ich glaube, ich muss mir langsam wirklich Sorgen um dich machen. Dass du dir gestern freigenommen hast und dich mit wildfremden Kerlen rumtreibst, das ist okay. Aber dass du jetzt auch noch perfekt frisiert im Büro erscheinst, wie war es denn so? Gestern, am freien Tag. Ja, wie es am freien Tag eben so ist. Mhm. Shoppen, Friseur gehen, das Übliche eben. Mhm. Und wie ist er so? Dein Schulfreund, habt ihr? Ich meine, küssen. Paulina, ich muss Sie kurz sprechen. Mhm. Das mit dem Arzt hat er mir nicht abgenommen. Denk dir was anderes aus, ja? Machen Sie die Tür zu. Setzen Sie sich. Frau Lienhardt, Sie arbeiten über 10 Jahre für mich. Und ich war bisher immer sehr zufrieden. Aber was Sie sich in den letzten Tagen erlaubt haben, kann ich nicht akzeptieren. Also, es mag ja sein, dass Sie Probleme haben, private, oder sich zu gut vorkommen für diesen Job als studierte Künstlerin. Aber ich kann und darf nicht zulassen, dass dadurch unsere Klienten und die Veranstaltungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Also, entweder stellen Sie das ab, irgendwie, oder ich sehe mich gezwungen. Herr Holzmann, ich verstehe Sie ja. Nur warum haben Sie mir das nicht schon vor 10 Jahren gesagt? Frau Lienhardt. Ich bin noch nicht fertig. Marianne, ich rufe dich an. Was ist denn? Sagen Sie vielleicht auch mal was, Herr Holzmann? Ja, dann packen Sie eben Ihre Sachen und gehen. Das kann doch jetzt nicht Ihr Ernst sein. Marianne, es tut mir leid, Evelyn. Wenn es alles vorüber ist, dann wirst du mich verstehen. Drück mir die Daumen. Ja. Auf Wiedersehen, Herr Holzmann. Und Sie suchen jetzt endlich Ersatz für diesen hochbegabten Pianisten. Los! Schon da. Entschuldige, ich weiß, ich bin viel zu früh. Das macht gar nichts. Gib mir eine Minute. Ich bin sofort für dich da. Ich freue mich. Stimmt das nicht? Du bist so anders. Ich. Sag's mir. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich denke mir, vielleicht muss ich einfach alles vergessen. Ich. Und jeden Tag einfach so leben, als ob es den gestrigen Tag nicht gegeben hätte. Gut, versuchen wir es. Ach, wie denn? Geh mit mir. Wohin? Du wirst schon sehen. Alles wie früher.
Weißt du noch, auf dem Schulhof? Du hattest ein altes, schwarzes Damenfahrrad ohne Schaltung. Da sprang immer die Kette raus. Richtig. Naja, du hattest ja mich. Und dann hast du mich auf ein Eis eingeladen und ich bin zu spät nach Hause gekommen und hab Stubenarrest bekommen, 2 Tage von meiner Mutter. Deine Mutter konnte mich noch nie leiden. Ach, das stimmt doch nicht. Sie hat dich durchschaut. Weil sie wusste, wie gefährlich du mir werden könntest. Wie denn? Vormittags hattest du Schule und nachmittags Klavierunterricht bei diesem Herrn, Balthusen. Ja. Er wollte eine Virtuosin aus mir machen. Wie sie riecht. Genau wie früher. Ja, ich erinnere mich. Aber hier stand früher ein altes Holzregal. Mit den Arbeiten aus dem Werkunterricht. Als Lehrer und du am Flügel, Marianne. Kleinen Moment mal. Das ist schon sehr gut, Ellie, was du da machst. Sehr gut. Nur mach mal jetzt die Augen zu und fühl mal die Musik. Fühl sie, weißt du. Weißt du noch? Freitags? Nach der Musikstunde? Du hast auf mich gewartet. Und wir haben uns das erste Mal geküsst. Und die Frau Pöstritzer hat uns dabei erwischt. Marianne oben? Wieso oben? Nee. Die hat doch Holzmann den Krempel hingeschmissen. Marianne hat gekündigt? Ja. Weißt du denn das nicht? Ich kann ja auch gar nicht sagen, wo sie jetzt ist. Paul, ich sag dir mal was. Wenn du so weitermachst, dann ist es bald in eurer Ehe wie in meiner damals. Was soll denn das heißen, wenn du so weitermachst? Kann es sein, dass du überhaupt keine Ahnung hast, was mit Marianne ist? Evelyn, ist dein anderer Mann? Bitte, Evelyn, ich muss das wissen. Frag sie. Sprich doch mit ihr, Paul. Tschüss. Ja? Wo? Bist du sicher? Ja, kenne ich. Wo genau? Ja, ich bin sofort bei euch. Ich genieße. Ich genieße jede Sekunde mit dir. Mir wird immer klarer, wie sehr ich dich vermisst habe. Oh mein Gott. Könnte ich doch die Zeit zurückdrehen. Und nochmal ganz von vorn anfangen. Mit dir.
Das war schon eine Riesendummheit von mir damals. Ich hätte hier bleiben müssen, um unsere Beziehung kämpfen. Wir waren jung. Wir hatten unsere Träume. Und dein Traum war der wilde Westen. Im Westen habe ich meine Freiheit gefunden, aber dafür habe ich meine große Liebe verloren. Lass uns an den See fahren. An unseren? Der Vater ist unterwegs. Paul, der ist ziemlich nervös, ne? Herr Lienhardt. Herr Kühn, Ihrer Tochter geht es den Umständen entsprechend gut. Sie können zu ihr. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Wir reden dann. Jessica! Jessica, meine Liebe. Alles gut. Dein Vater schickt mich. Ich soll fragen, ob sich deine Mutter gemeldet hat. Und das soll ich dir jetzt glauben? Ja, er kann selber nicht kommen, weil er sitzt jetzt beim Chef und muss ihm alles... Kannst du jetzt bitte die Tür aufmachen? Mach bitte die Tür auf. Was ist mit deiner Mutter? Nichts. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, sie ist schwer krank, aber sie will nicht mit mir drüber reden. Und du, als ich zu dir wollte und es dir sagen, da saß da diese Katrin auf deinem Sofa. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Du hast mich jetzt, was, 7 Monate ignoriert, weil Katrin auf meinem Sofa saß? Ich hatte mal was mit Katrin, aber das war während der Ausbildung. Ja, und wenn du sie noch liebst, dann geh doch zu ihr. Du musst dich ja nicht verpflichten. Mein Gott. Was auf die Zeit stehen geblieben ist. Ja. Ich war bei deiner Aufnahmeprüfung in der Musikhochschule. Mensch, du warst einsame Klasse. Und dann habe ich dich auf mein Motorrad, die Rote Java, gesetzt und wir sind hierher gefahren. Du hast Brot mitgenommen. Und Käse und Rotwein. Und dein brandneues Kofferradio. Rein zufällig natürlich. Ja, natürlich, rein zufällig. Aber ich habe auch Glück gehabt. Der Vollmond auf uns Nackten, den bekam ich ganz gratis. Tja, leider haben wir heute nicht so ein Glück. Marianne, Katrin, spar dir einfach jeden Kommentar auf, dass du nicht schreiben darfst, okay? Aber diskret und alle Meldungen auf Pauls Privatnummer. Was ist denn hier los? Mama ist immer noch weg. Ich habe gerade eine Fahndung aufgegeben, Paul. Mama nimmt sehr starke Tabletten. Das hier. Ich habe deswegen bei ihrer Ärztin angerufen, aber sie will mir nichts sagen. Vielleicht sagt sie dir ja was. Das ist ja alles. Wie lange weißt du das schon? Papa, das musst du doch wissen. Du bist doch ihr Mann. Ich hab das nicht gewusst. Ich hatte einfach keine Zeit. Sie wusste doch... Oh mein Gott. Als sie vorgestern... ins Präsidium kam, das muss direkt vom Arzt gekommen sein. Ich war mitten in der Arbeit.
die Fahndung. Die ganze Zeit vorher. Ich habe nichts gewusst. Ich habe nichts bemerkt. Guten Tag. Sagen Sie, arbeiten Sie zufällig in der Konzertagentur in diesem Haus? Ja. Oh, das trifft sich gut. Ach, sagen Sie bloß, Sie wissen auch nicht, wo Marianne ist. Sie wissen... Ich weiß nur eins. Seit Sie hier in der Stadt aufgetaucht sind, hat Marianne nicht nur ihren Job hier hingeschmissen, sondern scheinbar auch ihre Ehe. Aha. Sie ist verheiratet. Oder dachten Sie, sie hat ein Leben lang auf Sie gewartet? Tschüss. Warten Sie. Ja? Sagen Sie mir bitte, wo Sie wohnt. Nein, das kann ich wirklich nicht machen. Entschuldigung. Jetzt geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß. Resedenweg 70. Lienhardt. Und sagen Sie ihren schönen Gruß. Sie kann sich mal wieder um Ihre Freundin kümmern. Das mache ich. Dankeschön. Nein, nein. Ich danke. Beethoven. Mit 57 ist er gestorben. Jede Sekunde des Lebens ist kostbar. So, und nun macht er sie aus. Haben Sie noch etwas Zeit für mich? Ich bräuchte einen Lehrer. Was brauchen Sie? Wir brauchen einen Lehrer. Ja, bitte setzen Sie sich. Lange nicht gespielt, ne? Ja. Es hat mir zu weh getan, zu hören und zu fühlen, dass ich das Mittelmaß nicht überschreite. Und in den ersten paar Jahren meiner Ehe habe ich noch 3 bis 4 Stunden täglich geübt, aber als mein Sohn dann auf die Welt kam... Sag mal. Marianne. Guten Tag, Herr Balthusen. Marianne. Ja, was ist denn passiert? Es war ein Vorwand, weil ich...
so Angst, bei einem Konzert zu versagen. Komm, mach die Augen zu. So wie früher. Und leg die Hände auf die Tasten. So, ja. Spürst du sie? Und jetzt spiel. Marianne, entschuldige, spiel einfach, was du fühlst. Egal was. Und stell dir vor, du bist ganz allein auf der Welt. Dieses Gefühl, das ist die Kunst. Und dann kann dir nichts mehr etwas anhaben, aber auch gar nichts. So. Und jetzt spielen wir was zusammen. So wie früher, für vier Hände. Mozart? Mozart. Auf euch beide. Hm? Guten Tag. Tag. Ich bin hier richtig bei Lienhardt? Ja. Ist Frau Lienhardt zu sprechen? Ich meine Marianne Lienhardt. Nein. Aber sie war bei Ihnen, oder? Ja. Ich hatte gehofft, sie sei hier. Wer sind Sie? Spielt das eine Rolle? Aber natürlich. Ich kenne Marianne aus der Schulzeit. Sie war meine erste große Liebe. Jetzt schauen Sie nicht so. Ich bin nur für ein paar Tage hier in Leipzig und wir haben uns zufällig getroffen. Was haben Sie mit der Frau gemacht? Warum hat sie ihre Musik aufgegeben? Sie war so talentiert. Sie war mit Ihnen zusammen. Heute Nacht. Ja. Haben Sie keine Angst. Es ist nichts passiert. Was ist mit den Schmerzen, die Marianne hat? Ist sie krank? Wissen Sie davon? Wo haben Sie meine Frau zum letzten Mal gesehen? Vergessen Sie es. Moment, nicht so eilig. Ja, gut, Sie sind Polizist. Wo haben Sie Marianne Lienhardt zum letzten Mal gesehen? Frau Dr. Wichmann, ich hab's mir überlegt. Ich lass mich operieren. Und zwar so schnell wie möglich. Agentur Holzmann. Marianne? Marianne, wo bist du denn? Das erzähle ich dir alles morgen früh. Hast du einen Ersatz für den Pianisten gefunden? Ach nein, so schnell ging das nicht. Mach dir keine Sorgen, ich spiele. Du? Du? Du kannst ja den Holzmann fragen, ob er dich früher gehen lässt. Nee, der kann ja mitkommen. Ja, aber was ist denn mit dir? Du machst mir Angst, Marianne. Was ist denn mit dir passiert? Wir sehen uns im Kunstverein. Bis gleich. Ja. Ja, ist gut. Thank you.
haben leider noch keine Nachricht gesehen. Falls Sie hierher kommen, sagen Sie, ich bin da. Wir richten Sie aus. Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Einen Scotch bitte, einen doppelten. Herr Lienhardt, ich habe Ihre Frau gefunden. Nein, nein, kein Zweifel. Bleib sitzen. Lass erst mich reden, bitte. Marianne. Ich bin gekommen, um mich von dir zu verabschieden. Mich bei dir zu bedanken. Für alles. Für die Liebe und für die Geduld, mit der du mich auf unserer gemeinsamen Reise durch die Vergangenheit begleitet hast. Ich kann nicht mit dir nach Venedig fahren, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, ich war nicht fair zu dir. Ich bin verheiratet und habe zwei erwachsene Kinder. Und zum anderen, ich bin schwer krank und ich muss operiert werden und ich weiß nicht, ob ich die Operation überstehe. Marianne. Wenn mir ein zweites Leben geschenkt wird, ich verspreche dir, ich werde es besser machen. Und dass ich die Kraft dazu habe, das verdanke ich dir und dafür wollte ich mich bei dir bedanken. Marianne, entschuldige, es werden die Kollegen sein, die fahnden nach dir. Eine Fahndung, meinetwegen. Das will ich jederzeit wieder tun. Paul, ich bin gerührt. Ja? Oliver? Was ist das, Baby? Ja, jetzt keine Panik, ruf ein Taxi, wir treffen uns im Krankenhaus. Ja, Marianne auch, ja. Und wie sieht's aus? Das ist alles super. Alexander ist bei ihr. Alexander? Ja, der Roller. Wer denn sonst? Er ist der Vater. Hast du das gewusst? Ich hab's geahnt. Wie lange sind die schon da drin? Na, noch nicht so lange. Aber Sandra war so überreif, es wäre schon fast im Taxi passiert. Geschafft. Also das war absoluter Weltrekord. Das hat ja blaue Augen. Ich habe aber grüne. Das haben Sie doch alle am Anfang. Ja? Ja. Knallkopf. Mama. Ich finde, der sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Ach. Das ist ja ein wunderhübsches Baby. Ja, so wie du. Das wollen wir doch nicht hoffen. Vielleicht schon mehr seinem Vater. Ich möchte mal mit Mama sprechen. Alexander, lass uns mal draußen ein paar Takte reden. Ja. Ich bin gleich wieder da. Mama. Wie schlimm ist es? Es ist schlimm. Wenn ich mich nicht operieren lasse, dann bin ich in. Dann überlebe ich 2-3 Monate vielleicht. Aber die Operation ist auch nicht ungefährlich. Schatz, ich habe eine Chance. Ich hab's gewusst. Ach, Mama. Versprich mir eines, Sandra. Mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Gib nicht alles auf für Mann und Kind.
Nur wenn du dein eigenes Leben hast, bist du wirklich stark. Und wer ist dieser andere Mann? Das ist meine erste große Liebe, aber es ist vorbei. Papa hat geheult, als er es mitbekommen hat. Im Garten. Mama, ich hab dich so lieb. Ich dich auch. Du darfst uns nicht allein lassen mehr. Hör. Ja, müssen wir jetzt noch länger hier warten, oder? Ich geh mal wieder rein. Kann ich? Mhm. Hallo. Oh mein Gott. Paul, ich muss noch ganz viel mit dir besprechen. Es kann sein, dass ich nicht mehr... Oh. Warte, wir haben noch viel Zeit. Oh. Viel Zeit. Ich hab dir auch noch viel zu sagen. Nein, bitte, Paul, lass uns jetzt reden. Ich... Komm. Sitz dich hin. Du musst dafür sorgen, dass die Musik während meiner Operation spielt. Ja. Bitte, es ist mir egal, welche. Musik, ja. Bitte, lass mich jetzt nicht alleine. Natürlich nicht, komm. Ich weiß nicht, ob das in der Speiseröhre oder dem Magen oder. Meine Frau ist Patientin bei Frau Dr. Wichmann. Ich habe ein Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Ich muss operiert werden. Sie sind Frau Lienhardt? Ja. Lassen Sie OP2 fertig machen. Und verständigen Sie den Chefarzt in der Internistischen. Sag Sandra Bescheid, ich bleib bei Mama. Ja, alles klar. Wir werden jetzt unterwegs, wenn es gleich hier sein. Ich bleib bei dir. Ich bleib bei dir, Maria. Sie dürfen nicht bis in den Chinesenreich. Aber Dr. Werner ist unser bester Chirurg. Sie können jetzt nur warten. Kommen Sie. Das ist ein Raum für die Angehörigen. Bitte, meine Frau möchte, dass Sie während der Operation Musik spielen lassen. Ich weiß, das ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber sie ist Musikerin. Musik ist ihr sehr wichtig. Ich werde mit Dr. Werner sprechen. Was spielt sie denn für ein Instrument? Klavier. Frau Lima, wir bereiten Sie vor zur Narkose. Wir schließen Sie unsere Bewachungsgeräte an, ja? Das ist das EKG und die Sauerstoffmessung. Gucken wir dann, was ihr Kreislauf macht, wenn sie schön schlafen, hm? Ja, ich bin nach Vorsätzen, wir sortieren noch ein bisschen. Jetzt kommt die Sauerstoffmaske. Und als nächstes kommt das Einschlafmedikament. Das ist Bach. Auf Wunsch von Frau Lienhardt. Wunderbar. Das hat sie bei dem Abschlusskonzert in der Musikhochschule gespielt. Ihre Kollegen und die Professoren haben hier stehend applaudiert. Sie hat mich vom ersten Augenblick an fasziniert. Hast du mal Kleine? Sie war für mich wie ein Wesen aus einer anderen Welt. Ich habe nie begriffen, warum sie ausgerechnet mich genommen hat. Ach komm, so schlimm warst du doch bestimmt auch nicht. Früher zumindest, bevor du Karriere gemacht hast. Ja, für wen? Für die Familie. Die Familie will mir immer das Beste. Da sind die Kinder groß, das Haus ist abbezahlt, was bleibt denn noch? Du, Papa, ich sag dir jetzt mal was. Sandra und ich, wir kommen super alleine klar. Jetzt kümmert euch halt um euch selber. Hm? Kannst du mir mal sagen, warum immer erst sowas passieren muss, dass man versteht, was man alles falsch gemacht hat? Du hast es jetzt schon gemerkt, ich habe länger gebraucht. Aber wenn Marianne das durchsteht, dann wird sich einiges ändern. Mhm. Naja, falls sie überhaupt noch Interesse daran hat. Du hast den Typen ja gesehen.
versorgen. Obligatorisch. Ausgestanden. Wenn sie die nächsten 24 Stunden übersteht und keine größeren Infektionen dazukommen, dann ist sie über den Berg. Vorerst. Und dann sehen wir weiter, was zu tun ist. Kann ich zu ihr? Sie ist gerade aus der Narkose erwacht. Sie ist nicht ansprechbar. Machen Sie es doch wie Ihr Sohn. Legen Sie sich hin. Ich muss sie sehen, bitte. Na dann, kommen Sie. Und? Ist alles gut. Ist alles gut. Morgen können wir sie besuchen. Deine Oma schafft das. Sie ja wieder. Bleiben Sie bitte ganz ruhig liegen. Ich hole schnell den Dienstabend den Arzt ab. Ach ja, Ihr Mann wartet draußen. Meinen Sie, Sie können ihn schon sehen? Ja. Herr Lina? Aber bitte nicht lange. Na? Gott, bist du blass. Du sollst noch nicht so viel sprechen. Ich habe die Musik gehört. Das war Bach. Von meinem Abschiedskonzert. Ja. Wie geht's Sandra und dem Baby? Den beiden geht's sehr gut. Aber du sollst dich nicht schon wieder um andere kümmern. Denk erst mal nur an dich. Ich muss was mit dir besprechen. Marianne. Kannst du mir verzeihen? Ich dir? Ich habe mich einfach völlig unmöglich verhalten. Nicht erst seit gestern, schon länger. Ist mir jetzt klar geworden. Mein Gott, du hast mir nicht mal von deiner Krankheit erzählen können. Du hast ja so viel zu tun gehabt. Ach. Ich hatte immer weniger Zeit für dich. Und du warst für mich so selbstverständlich. Du liebst mich ja noch immer. Mehr als jemals zuvor.